bin Jochen Selzer, bin aktiv in verschiedenen Datenschutzorganisationen und beim Chaos Computer Club Köln. Und meine Hauptbeschäftigung in den letzten Jahren waren die Ausrichtung von Kryptopartys. Kryptopartys sind jetzt mal ganz platt gesagt Praxisseminare in IT-Sicherheit, bloß wir brauchen einen griffigeren Namen, weil das Ganze auch so ein bisschen laienkompatibel sein soll und wir nicht den Anspruch erheben, dass wir jetzt irgendwelche High-Level-Schulungen anbieten, sondern wir wollen eher für Einsteiger was machen. Eine Kryptoparty ist im Wesentlichen eine Veranstaltung, bei der die Leute ihre Computer mitbringen, dann einen kurzen Einstiegsvortrag hören, der grob erklärt, welchen Gefahren man im Netz ausgesetzt ist oder welchen Gefahren ein Computer generell ausgesetzt ist und dann im Anschluss an diesen Vortrag sich in kleinen Gruppen zusammenfinden, in denen sie dann unter Anleitung verschiedene Programme zur Verschlüsselung, Anonymisierung auf ihren eigenen Maschinen installieren. Das heißt, die nehmen am Ende der Veranstaltung auch was mit. Die kriegen gar nicht mal so genau erzählt, wie das Ganze intern funktioniert. Wo, was ich schon gesagt hatte, die Veranstaltungen sind vor allen Dingen für Einsteiger, sondern die kriegen konkrete Handreichungen, wenn ihr eure Festplatte verschlüsseln wollt, nehmt das Tool. Wenn ihr eure Mails verschlüsseln wollt, nehmt das Tool. Wir machen es extrem simpel, weil wir eben wollen, dass die Leute nicht verwirrt werden. Die kriegen eine Problemstellung, ein Tool. Wir empfehlen normalerweise 5 Tools. Für Mailverschlüsselung empfehlen wir als Mailprogramm Thunderbird plus GnuPG. Das Spektrum der Leute, die auf Kryptopartys erscheinen, ist recht unterschiedlich, sowohl was Alter als auch Bildungshintergrund angeht. Da bin ich auch sehr froh drum. Die Jüngsten, die bei uns vorbeikommen, sind im Teenageralter, die Ältesten irgendwo so im satten Rentenalter. Bildungshintergrund gibt es auch alles Mögliche. Natürlich gibt es bei uns Akademikerinnen und Akademiker, aber es gibt auch Leute mit einem ganz normalen Schulabschluss. Das geht quer durch. Die Leute, die üblicherweise auf Kryptopartys vorbeimarschieren, haben eher so eine allgemeine Besorgtheit. Die haben dann in den Medien aufgeschnappt, okay, wir werden alle überwacht. Und die wollen zum Teil einfach auch nur ein bisschen mehr Faktenwissen haben. Was heißt, wir werden alle überwacht? Und dann wollen viele von denen wenigstens so ein bisschen was unternehmen können. Wir bieten Spezialtrainings auf Kryptopartys an für Gefahrengruppen. Wir haben für Journalisten eine Kryptoparty ausgearbeitet. Für Anwälte wollte ich es immer schon mal machen, das hat sich bisher noch nicht ergeben. Es gibt allerdings auch Momente, wo ich sage, okay, jetzt haben die ein dermaßen hohes Maß an Gefährdung erreicht. Da traue ich mir nicht zu, denen eine völlig qualifizierte Beratung zu geben, sondern da kenne ich wiederum Leute, die sich speziell auf solche Hochgefahrengruppen spezialisiert haben. Wir empfehlen auf Kryptopartys GnuPG als Mailverschlüsselungsprogramm, schlicht weil es ein über die Jahre gereiftes Produkt ist, von dem wir einfach wissen, dass es funktioniert und dass es zuverlässig funktioniert. Also was mir immer mal wieder aufgefallen ist, wenn man mit den Leuten durch diese einstündige Installationsorgie durch ist und die dann dazu gekriegt hat, dass sie verschlüsseln, dass die danach recht überrascht sind, wie einfach es ist, weil die sich dann gedacht haben, okay, jetzt muss ich eigentlich, wenn ich dann verschlüssel, viel mehr Aufwand betreiben. Also wenn der ganze Kram erstmal läuft, sind die Leute auch ganz glücklich damit. Die kritische Frage ist natürlich immer, wer verschlüsselt außer mir noch? Und ich versuche natürlich, die Botschaft zu verbreiten, Leute, spread the word, geht raus und erzählt, ich kann jetzt verschlüsseln und das ist auch ganz praktisch für euch. Ich versuche zum Beispiel in meinen Parteien und Verbänden das so hinzukriegen, dass meinetwegen die Vorstände einfach sagen, wenn ihr irgendwas Wichtiges mit uns austauschen wollt, dann tut das bitte verschlüsselt. Also GnuPG kann ich auf Kryptopartys ruhigen Gewissens empfehlen, weil es einfach der de facto Krypto-Standard für Mails ist. GnuPG hat viele Ecken und Kanten. Auf der Kommandozeile ist es eindeutig ein Expertentool, aber auch da, finde ich, hat sich in den letzten Jahrzehnten viel getan, was die Usability angeht. Trotzdem ist GnuPG einfach das Tool, das sich in der Community am weitesten verbreitet hat. Und weil es eben Standard ist, hat es eben den großen Vorteil, dass es ganz viele andere Programme gibt, die vielleicht nicht auf dem gleichen Code aufsetzen, die aber das gleiche Verfahren nutzen. Das heißt, ich habe auch eine gewisse Austauschbarkeit von Daten untereinander. Da hat sich nicht irgendeiner in seinen Keller gesetzt, hat das Recht an seinem einen kleinen Kryptoverfahren und da sitzt er dann drauf wie eine Glucke auf ihrem Ei, sondern es ist ein freier Standard und die Leute können ihn benutzen, wie sie gerade Lust drauf haben. Heißt, ich kann auch ganz viele Leute nehmen, die sich einfach an diesen Standard in irgendeiner Form ranflanschen und dann weitere Tools erfinden, die auf GnuPG aufsetzen. Von daher eine sehr praktische Sache. Das Einzige, worum ich mir Gedanken mache, ist,
dass dieses Programm ja auch irgendwie weiter leben muss. Und wenn ich jetzt daran denke, dass dieses Programm jahrelang, ich sag mal, mehr oder weniger auf eigene Kosten von einer sehr, sehr kleinen Gruppe entwickelt wurde, dann bereitet mir das schon Sorgen. Ich hätte gerne, dass eine viel breitere Basis an Leuten dahinter steht, die dieses Programm weiterentwickeln, weil dann, glaube ich, auch einfach mehr Ideen einfließen, wie dieses Programm benutzbarer werden kann. Man kocht ja dann doch irgendwo mal so im eigenen Süppchen. Und das hatten wir ja auch vor ein paar Jahren, als Knuppi-G, also zumindest die Leute, die hinter Knuppi-G standen, praktisch vor dem Bankrott standen und sagen mussten, okay, also entweder stellen wir jetzt die Arbeit an diesem Tool ein oder irgendwer gibt uns Geld. Das war, glaube ich, schon ein heilsamer Schock, der dann durch die Community ging, weil die dann feststellten, okay, der de facto Standard für freie Verschlüsselungssoftware ist gerade vom Kippen, weil der Mensch, der das Ding benutzt oder der das Ding programmiert, weil der jetzt mal gerade vor dem finanziellen aussteht. Und da hat sich ja dann schon einiges getan, dass dann auch mehr Leute dazu kamen. Und das muss in meinen Augen auf eine viel solidere Basis gestellt werden, denn es ist nun mal das eine zentrale Tool. Und wenn das weg ist, dann gucken wir ganz schön in die Röhre.